Herzlich willkommen zu unserem zweiten Sky Factory Let's Play. So, wer den ersten Teil gesehen hat, wir hatten schon mal gerade angefangen. Und dann pünktlich zum neuen Jahr überrascht uns der Autor mit einer völlig neuen und völlig geupdateten Version, Sky Factory 2, in dem einfach alles anders ist. Also nicht alles, aber sehr, sehr viel. Und dann haben wir überlegt, machen wir jetzt mit dem Alten weiter oder nehmen wir das Neue? Da wir dem Alten aber sowieso noch ganz am Anfang waren, haben wir gesagt, machen wir gleich das Neue. Also, wie gehabt, wir auf dem Baum, sonst nichts da. Und aus dem, was wir nicht haben, müssen wir jetzt so viel machen, wie es denn irgendwie geht. Wieder mit dem wundervollen König. Ja, Tag, ich bin der Winter. Zurück in der Welt. Das blaue Buch, hast du das ordnungsgemäß weggeschmissen? Nein, ich habe sogar aufgemacht und es ist nicht abgestürzt. Herzlichen Glückwunsch, du bist der erste Spieler, bei dem es nicht abgestürzt ist. Es haben sich viele Dinge geändert. 1.7.10 sind wir jetzt, mit entsprechenden neuen Forge-Versionen natürlich. Thermal Expansion 4 statt 3, Applied Energy Sticks 2 und einige andere Mods sind rausgekommen. Ich glaube, Dartkraft ist rausgeflogen. Ich weiß es gar nicht, müssen wir mal anspielen. Und eine ganz wichtige Änderung: die Hand ist jetzt so ein super Tool, die alles wegmäht. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Block hier mit der Hand wegmache, dann sind alle Blätter weg. Deswegen muss man da wieder die Shift-Taste drücken, sonst gibt das Unfälle. Damit habe ich direkt die erste Testwelt erstmal fast vernichtet. Derweil warte ich hier erstmal einfach nur so und mache nichts. Dieses Geklatsche ist irgendwie immer noch da. Es ist nicht nur immer noch da, es ist vor allen Dingen auch extrem nervig. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das herkommt. Das ist das erste Mal, dass seitdem du da bist. Vorher war das noch nicht. Also, wir brauchen vor allem nur einen Sapling. Jetzt habe ich mir überlegt. Oha, Shift-Taste drücken, ganz wichtig. Das Gute ist jetzt, dass es viel weniger abstürzt. Das ist eine definitive Verbesserung zu vorher. Also, da hatten wir auch ganz viele andere Probleme mit. Möchtest du auch einen Cropstick? Ich habe Ja, hier einen bitte. gemacht. Das war wohl. Wieder eingesammelt. So, jetzt. Schön. Das war irgendein Problem mit Forge 1.6.4 und der Java-Version 7 oder 6 oder so. Also nicht wirklich lösbar. Aber das sollte jetzt hier einfach nicht mehr auftreten. Ist ja alles neu. Huch. Ja, wer Versuch soll dich jetzt vielleicht umzubringen. hier so in der Mitte stehen? Buddel doch mal nach unten, während wir in der Mitte stehen. Juhu! Da kommt er nach. Ich kann nichts sehen, ich habe einen riesigen König im Blick. Und da fliegt ein Ich habe Blitz. jetzt zum Glück alles gerettet. Uah, ist bloß nicht umfallen. Au! Au. Was machst du? Es war nicht sehr klug, was ich getan habe. Aber ich habe einen Baum ins Leben getwirkt. Das ist sehr schön. Ich weiß. Ich mache da mal diese Sicherheitsplattform. Scheiß auf Sicherheit. Sicherheit war gestern. Heute ist sich zu Tode twerken doch angesagt. Ja, das hat sich ja tatsächlich geupdatet. Diese Dinger schießen immer noch aus dem Boden wie nichts, wenn man im Multiplayer ist. Weil der das halt anscheinend für jeden einzelnen Spieler berechnet, ob man jetzt da eben oben drauf ist, rumtwirkt oder nicht. Die Dinger schießen aus dem Boden wie die Raketen. Ja. Ja, du hast bestimmt alle Saplings. Man kann jetzt Ja. übrigens mit der Krug auch direkt diesen Baum wegmähen. Ja, das habe ich eben auch gemacht. Deswegen war eben auch der ganze Baum spontan verschwunden. Sehr gut, sehr vorbildlich. Ah, jetzt kann ich mir auch hier schöne Platten machen. Ja. Geh mal weg da mit deinem Unsinn. Was zur Hölle passiert hier? Ah, ich habe schon wieder einen Baum im Gesicht. Der hat uns gar nicht bewegt. Der hat trotzdem mal gesagt, den Baum bauen wir mal hin. Ne? Baum war mal hin. Wir befinden uns jetzt übrigens in einem Ice Plains Spikes. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Biom ist, weil ich Minecraft 1.7 eigentlich fast noch gar nicht gespielt habe. Weil die Mods ja so ewig lange zum Updaten gebraucht haben. Was auch wieder Forge schuld ist. Sag mal, was hast du denn da für ein Turbo drauf?
Ah ja, Du hast doch bestimmt ein Makro auf deiner Tastatur gemacht. Witzigerweise nein, ich habe einfach nur eine Gamerhand. Jawohl. Klassische Gamerhand. Gamerhand. Ja, die kann im Sekundentakt. Das ist sowieso erstmal meine Crook schon wieder hinübergegangen. Eine gute Arbeitsteilung. Ich mache dieses spannende, diese spannende Plattform. Ich habe auch mal ein bisschen überlegt, wie man jetzt so tatsächlich den Anfang gestalten kann. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man jetzt hier am Anfang loslegen kann. Also die einfachste Variante ist natürlich immer, klar, sich halt ein Sieb bauen. Ne? Mhm. Und halt Erze sieben. Das ist ja sowieso klar. Bleibt nichts anderes übrig. Man kann aber, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob das hier auch noch so gut geht, aber im vorherigen ging es, einfach so einen Mob-Tower bauen und dann über die Mobs halt die ganzen Items holen. Das geht natürlich auch. Hm. Ich habe kein Holz mehr. Ja, warte mal. Ach, dann räum ich. Einmal hier, einmal ohne Baum. Diese extremst lästigen Bäume. Da. Warum hast du deine Crook heruntergeschmissen? Weil ich es kann. Bist du irgendwie... Ach, du Verschwender hier. Ja, ich bin so ein Bonze. Ich gebe auch mal so eine Crook. Also... Da gebe ich mal, ja, also die gebe ich mal aus. Reichlich. Ich habe vorhin nämlich gemerkt, diese, kommen, aber, ne. Diese Mobs, die droppen ja auch diese Force Buckets. Also Dartkraft ist übrigens auch raus. Also Force Buckets gibt es nicht mehr. Aber Dartkraft hat auch irgendwie, glaube ich, niemand benutzt. Das war irgendwie nett gemeint, aber dann doch was, irgendwie was sinnlos. Was zur Hölle ist Dartkraft und was? Da konntest du mit dieser Force-Geschichte konntest du irgendwie Sachen Force so irgendwo zitieren, keine Ahnung, und dann hast du da irgendwelche Special Effects draus gekriegt. Im Prinzip ein Enchantment Table gewesen, mehr war das eigentlich nicht. Wir haben jetzt Wolken und Wolken, ne? Oder sollen das da oben Eisstreifen sein? Wer weiß. Also eine von den wenigen Sachen, die ich weiß, ist, dass wir wieder Äpfel haben, ja, das ist gut. Und die Zeit läuft. Denn letztes Mal, das ja, mag ja, euch auch aufgefallen sein, werte Zuschauer, war es die ganze Zeit über Tag. Was natürlich den Spielspaß auch ein bisschen schmälert. Ja, das Ganze läuft ja jetzt hier auf dem Server. Mhm. Deswegen haben wir dann solche Probleme. Hoffentlich nie wieder. Wie gesagt, die alte Version, die war ein bisschen buggy, war ein bisschen schwierig, einige Sachen. Die haben aus so verschiedenen Testläufen dann auch extreme Probleme gehabt. Einer ist dann irgendwie nach 3 Stunden Installation, bis das dann aus seinem komischen Mac alles mal lief, ist er dann alle 5 Minuten rausgefallen. Aber es spawnt jetzt hier noch nichts, oder? Mit seinen Gegnern. Ach, kann ja sowieso nicht, da wir halbe Blöcke haben. Wollen was hoffen, ja. Mach ich mal den großen Meisterbruch drauf. Ja, wie gesagt. Ich hab nach oben geguckt. Ich mach mal Licht an. Alter, was hast du denn für einen Baum gemacht? Ich glaube, da brauchst du Hilfe. Ich hab einen Baum gemacht. Oh, guck mal, jetzt hat die Crafting Station eine Chest in der Nähe. Es ist eine Crafting Station mit angeschlossener Chest. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, dieses Konzept. Oh, welch Glück. Aber erstaunlicherweise hat er das jetzt... Dass ich dieses Mal daran gedacht habe... um die Ecke gemacht. Ja, nee, dass ich dieses Mal dran gedacht habe, Shift zu drücken, während ich die Bodenplatte angreife. Warum ist der jetzt gleich runtergefallen? Die Bodenplatten macht er übrigens nicht weg. Also die sind jetzt wesentlich schlauer. Auch dieser Mod, der eben dieses Vein Miner, hat sich auch geupdatet. Ah, das ist ja gut. Denn da habe ich immer irgendwie so ein bisschen Panik vor. Dass ich die Bodenplatte angreife. Das mit dem Chest ist ja jetzt richtig gut. Das wäre ja das, was ich vermisst hätte. Ne? Kein angeschlossener Chest, das ist schon... Keine Ahnung, immer dieses Rübertragen von A nach B. Das wäre mir ja zu anstrengend. Na komm, geh weg. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was du meinst. Ach, da. Oh, das ist ja echt praktisch. Alter, wie lange braucht ihr denn hier, um so ein scheiß Ding wegzuräumen? So, jetzt aber weg mit dem Baum. Du fängst... Wir waren noch nicht ganz fertig. Ich wollte auch oben die ganzen Blätter extra wegmachen. Jetzt kommen wir da jetzt bitte dran? Naja, gut, das ist vielleicht... Da, okay, im Nachhinein war es vielleicht doof, aber für den Moment... War es gut.
ich mache dieses Nee aus, das stört hier irgendwie nur ein bisschen. Ist ja leider, obwohl ich es nicht wirklich sonderlich mag, mehr oder weniger verpflichtend, weil es hier so unglaublich viele Sachen in diesem Mod gibt, dass du die einfach alle auch nachgucken musst. Ich meine, ich kann mir viel merken, aber 24.000 Rezepte, irgendwann hört es dann. Ach, stehst im Weg. Ich stehe überhaupt nicht im Weg. Das kann gar nicht sein. Komm mal da jetzt dran. Nein. Aber warte. Ich habe dir mal schnell einen Baum gemacht. Danke sehr, das war sehr zuvorkommend von dir. Jetzt komme ich hier oben auch dran. So bin ich zu dir. Ich, keine Ahnung, wo der auf einmal herkam. Er war auf einmal da. Da auf den Apfel. Aber schön, wie so der Mond da so mit dem Ding interagiert. Ja, ja, das ist richtig romantisch. Da reiße ich doch den ganzen Unsinn mal ab. Was passiert jetzt? Unter uns ist Feuerwerk. Deswegen knallt das die ganze Zeit. Warum auch immer unter uns Feuerwerk ist. Sind wir jetzt zu weit oben? Nein, ich habe keine Ahnung, warum da Feuerwerk ist. Ich habe es nur gerade durch den Fußboden zufällig gesehen. Hm. Ach, ich bin auch doof. Gut. Könntest du mal eine Axt machen. Ne? Das und... Ich mache jetzt erstmal nochmal einen zweiten Chest. Das klappt bestimmt auch genauso hervorragend wie der erste. Eigentlich brauchen wir uns gar nicht erst diese Holzaxt machen. Wir können uns direkt hier diese... Jawohl, das klappt. Wir können uns direkt diese Tinkers-Axt machen. Die ist ja eh viel cooler. Dann machen wir erstmal ein bisschen Stöckchen. Und mehr Stöckchen. Ach, ich wandle einfach mal alle oben. Wir brauchen sie ja eh. Und dann... Oh, das werden vielleicht doch ein paar viel. Egal. Wir haben es ja. Ne? Wir brauchen ja nicht knausern. So, Stencil Table haben wir. Dann brauchen wir einen... Oh, wir bräuchten noch mal einen Lock. Fällt mir gerade ein. Ich habe noch Loks. Du kannst noch mal einen reinlegen, so unter dieses Papierchen. Da, ja, kann ich machen. Genau, ich den Pachtbilder. Ah ja, ja, an die Dinger erinnere ich mich. Die hatten wir doch auf einem anderen Server um Amor gespielt. Ja, die sind schon praktisch. Also die machen schon Sinn auch zu benutzen. Tun wir den jetzt hin. Alter, so viel Platz und nichts, wo man was hin tun kann. Das ist echt immer dasselbe. Ich tue jetzt einfach hier alles an den Baum ran. So. Wenn wir den Baum nicht mehr leiden können, dann. Ach, guck mal, jetzt hat er mir diese Tinkers-Anleitungsbücher gegeben. Hier, warte mal. Kannst du mal haben, ich kenne die ja auswendig. Ist ja nicht so, dass ich seit 20 Jahren Tinkers Tools gefühlt spiele. Ist aber auch ein geiler Mod. So, was brauchen wir da jetzt? Den Pachtbilder. Und die Toolstation. Sehr gut. Und einen neuen Baum. Der alte ist defekt. Huch, warum habe ich mit einmal so viele Bücher? So, was? Was ist geschehen? Ach so. Ich habe sie dir in die Tasche gedrückt. Das muss so, ist alles in Ordnung. In den Tinkers. Ja. So, jetzt habe ich natürlich hier praktischerweise alle schon mal vorbereitet. Wie geht das hier genau an? Huch, das wurde aber auch geändert. Ach, guck mal, jetzt brauchst du hier nicht mal umständlich raussuchen, welcher das denn jetzt eigentlich war. Dann kannst du direkt bauen. So, was wollen wir denn? Wir wollen... Den wollen wir haben. Den wollen wir. Und, ach komm, Spitzhacke machen wir gleich mit. Ich habe ja ein paar Rezepte auf Reserve gemacht und wer jetzt durchzählt, es sind mehr Blank Patterns, als es überhaupt Rezepte gibt. Aber Crossbow... Es gibt einen Crossbow anscheinend. Ja, du kannst auch sehr, sehr wundervoll irritiert sein, was es da im Moment gibt. Währenddessen beschäftige ich mich mal mit sinnvollen Sachen. Du machst mal einen Baum, ja? Weg. Hauptsächlich weg. Ja, weg. So, dann lege ich die Pattern mal alle hier rein. Nee, was ich gerade gemacht habe, war, ich habe uns neue Erde hergestellt. Sehr wichtig, sehr gut. So, und dann machen wir uns mal... Müsste jetzt nicht was...
angezeigt werden. Ach, guck mal, da gibt es jetzt Einschränkungen. Auch das hat sich geändert. Okay. Man kann jetzt nicht einfach mal so eben eine Axt machen. Ne? Das wäre auch zu einfach gewesen. Wir brauchen Stone, Flint, Bone, Obsidian. Alles Mögliche, aber nicht das, was wir da haben. Plastik geht übrigens auch. Wir können es eine Plastik machen. Was aber auch bedeutet, dass wir uns jetzt doch keine herstellen können. Na dann. Dann müssen wir halt auf die handelsüblichen zurückgreifen. Ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, es gibt ja so eine Option von Tinkers, wo du einstellen kannst, dass du nur diese Tinkers-Klamotten bauen kannst. Und sonst gar nichts. Hatte ich jetzt am Anfang wirklich Angst, dass sie das so drin haben, aber sie waren dann so nett und haben es nicht gemacht. Das wäre natürlich jetzt auch erheblich problematisch, weil dann müssten wir unseren ersten Stein quasi mit der Hand abbauen. Oh nee, Flint geht ja auch. Flint hat er ja auch erlaubt. Ich baue mal hier aus, während du da hinten vor dich hin twerkst. Shake it, shake, shake it, shake it, oh oh. Shake it, shake it, shake it, oh oh. Shake it like a Polaroid picture. Sag mal. Ja. Ist dieses Loch hier vorbereitet, um der Erde reinzustecken? Korrekt. Nach dem offiziellen Abstand von 4 ist das dieses perfekte Loch. Ich habe überlegt, dass wir uns ja vielleicht auch einfach so einen Zaun bauen können, damit du in Ruhe rumrennen kannst. Jetzt kann ich die Axt benutzen. Die Axt funktioniert nicht. Warum funktioniert die Axt nicht? Ich hatte ja eben gesagt, es gibt ja diesen Modus. Ach so, ist es auch. Und offensichtlich ist der wohl an. Das ist natürlich nicht so gut. Ja gut, man kann es ja mit der Krug abhauen. Heißt nur, dass ich die Axt jetzt umsonst gebaut habe. Aber na gut. Boah, mehr als die Krug brauchst du ja eigentlich auch nicht, ne? Du machst das hier wie so eine Maschine hier, ne? Ja, hast du noch mehr offiziell ratifizierte Löcher verehrt? Ich habe da jetzt gerade gar nicht... Ich war so fasziniert, wie du da am Rumtwirken warst. Ich mache sofort weiter. 2, 3... Jetzt kriege ich echt durcheinander. 1, 2, 3, 4 Loch. Ich glaube, wenn er das hier standardmäßig so eingestellt hätte, dass man alles entfernt, wenn man nicht die Shift-Taste hält, dann würden die meisten Spiele sehr, sehr kurz sein. So, ich habe nochmal eine Plattform gebaut. Das war's. Spiel vorbei. Ich werde jetzt mal ganz kurz entschwinden und sofort wieder für euch zur Verfügung stehen. Bis gleich. Ja. Wer macht denn hier die Probleme? Mag ich auch mal was zu essen? Man kriegt ja hier nichts. Ja, wir sind nochmal hier noch die Krug. Das ist ja schon mal etwas. Da kann man noch mit arbeiten. So, muss die auch nachpflanzen. Ich sehe schon, wie er gleich erstickt. Ich habe ja leider das PvP ausgemacht. Ich meine, ich würde ihn natürlich niemals schlagen wollen, aber wenn es sich schon mal so anbietet. Ich mache hier auch immer so einen etwas größeren Abstand, weil diese Teile dann doch manchmal dazu neigen, ins Nirvana zu fliegen. Ich meine, jetzt ist es halt alles nicht mehr schlimm. Ich meine, wir haben halt mit einem Baum angefangen. Das heißt, wir könnten auch jederzeit aus einem Baum wieder alles aufbauen. Aber es wäre halt schon lästig. Nachdem die Kopfhörer wieder in meinen Ohren sind, bin ich ja voll und ganz für euch da. Und auch natürlich für dich. Das freut mich jetzt gerade total. Ja, ich weiß. So bin ich eben in all meiner Großartigkeit. Ich habe gerade überlegt, dass wir ja prinzipiell alles verlieren können. Selbst wenn hier 20 Creeper angetanzt kommen, solange wir noch einen Sapling und einen Erdblock haben, kann uns nichts passieren. Das ist wahr.